Ja, dann darf ich Sie ganz herzlich willkommen heißen bei unserer Gesprächsrunde der Medina e.V. Ich darf heute ganz herzlich willkommen heißen Dr. Silvia Horsch al-Saad. Herzlich willkommen. Wir laden immer interessante Persönlichkeiten ein, um ins Gespräch zu kommen, um mehr voneinander zu erfahren, natürlich über die Person, die wir heute eingeladen haben. Dr. Silvia Horsch ist in Österreich, Oberwart, geboren und in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, nahm im Jahr 1996 den Islam an, studierte Germanistik und Arabistik an der Freien Universität Berlin, promovierte 2009 im Fach Arabistik zum Thema Figurationen des Märtyrers in frühen sunnitischen Schriften und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Osnabrück. Von 2008 bis 2012 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arabistik der Freien Universität Berlin beschäftigt. 2012 bis 2019 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Islamische Theologie der Uni Osnabrück und ist seit 2017 Lehrerin für islamische Religion am Gymnasium Ursula-Schule Osnabrück. So mal kurz zu ihrem Lebenslauf. Herzlich willkommen. Bevor wir einsteigen in viele unterschiedliche Thematiken, haben wir es immer gerne so, das ist ein bisschen so unser Format, dass wir die Person, die wir einladen, mal erzählen lassen, auch ein bisschen aus ihrem Leben, aus ihrem privaten Umfeld, aus ihrer Kindheit. Wie war deine Kindheit? Was hat dich geprägt? Wie war dein Elternhaus, dein Umfeld? Und natürlich die brennende Frage, die wir immer allen stellen: Was hat dich bewegt zum Islam? Was war das so der springende Punkt? So würden wir mal gerne anfangen und dann gibt es natürlich Fragen von uns beiden und später dann auch mit Sicherheit aus dem Zuschauerkreis. So. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich möchte zu Beginn erstmal loswerden, dass ich das Format richtig toll finde. Also ich habe mich sehr gefreut Dankeschön. über die anderen Interviews auch, habe auch schon bestimmt die Hälfte angeschaut. Ja, und freue mich Bravo. sehr, dass ich auch eingeladen wurde. Ja, also zu meinem familiären Hintergrund. Meine Familie sind Mennoniten. Sagt jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem was. Das ist eine evangelische Freikirche, die aus der Täuferbewegung hervorgegangen ist, also im 16. Jahrhundert entstanden ist. Das entscheidende Merkmal ist vielleicht, dass die Mennoniten, wie zum Beispiel auch Baptisten, keine Kindertaufe kennen, sondern man wird als Erwachsener getauft, beziehungsweise mit 16 oder ab 16. So war das zumindest in der Gemeinde von meinen Eltern. Ja, und das ist schon was, was mich sehr geprägt hat. Also meine Familie ist ziemlich religiös, würde ich so sagen. Also sicherlich religiöser als der deutsche Durchschnitt. Und das war für uns schon sehr prägend. Also ich habe da das ganze Programm mitgemacht, Kindergottesdienst, dann später Jugendgruppe. Mein Vater ist Prediger gewesen in dieser Gemeinde. Mittlerweile hat er aus Altersgründen aufgehört. Meine Mutter war immer engagiert in Frauenkreisen und so weiter. Also das war schon was mich sehr geprägt hat. Ja, mein Vater kommt aus Bayern, da gibt es Mennoniten. Und meine Mutter hat einen etwas ungewöhnlichen Migrationshintergrund. Sie ist in einer deutschen Kolonie in Paraguay aufgewachsen und als Erwachsene dann nach Deutschland gekommen, als sie meinen Vater geheiratet hat. Ja, das war, glaube ich, auch sehr prägend für sie. Also sie hat halt einen Migrationshintergrund, aber man hat ihr das natürlich nie angesehen, weil sie Deutsch spricht, Deutsch aussieht, einen deutschen Namen hat, aber ihre Erfahrung in Paraguay war natürlich eine ganz andere als in Deutschland. Ja, was kann man sonst noch sagen? Ja, also ich bin in Rheinland-Pfalz, wie gesagt, aufgewachsen. Von Österreich habe ich nicht viel mitbekommen, da war ich nur ein Jahr nach meiner Geburt. In Rheinland-Pfalz bin ich dann zur Schule gegangen, in Neuwied am Rhein, habe dort Abitur gemacht. Und bin dann zum Studieren relativ schnell weg, wie das dann alle in meinem Jahrgang, also in diesen kleinen Städten, wo es keine Uni gibt, da geht man dann schnell weg. Vielleicht kurz danach zu fragen, wenn du, ich meine, das ist ja also aus einem mennonitischen Hintergrund, das sind ja schon, also das musst du das natürlich jetzt wieder sehr pauschalisierend, aber ich kenne da auch ein, zwei Leute und die leben schon ihren Glauben auch schon sehr, ja, streng oder sehr straight. Also da ist man schon sehr konservativ unterwegs. Hat sich das in deiner Schullaufbahn bemerkbar gemacht oder haben das Freunde gemerkt oder hast du plötzlich dann auch gemerkt, ah, die anderen, bei denen ist es nicht so streng? War das was, wo du viel mit konfrontiert warst?
Also die Mennoniten sind auch sehr unterschiedlich und es gibt Gemeinden, die vielleicht eher das allgemeine Bild von Mennoniten prägen. Auch in Neuwied selbst, wo zum Beispiel die Frauen auch so eine Haube tragen, also wenn sie dann geheiratet haben und nicht in Hosen rumlaufen. So war unsere Gemeinde nicht. Also jetzt äußerlich zum Beispiel hätte man den Gemeindemitgliedern jetzt nicht angesehen, dass sie Mennoniten sind. Ich meine, viele Dinge sind auch nicht viel anders gewesen, aber also generell, was ich schon gemerkt habe, ist, dass für die allermeisten aus meiner Klasse oder in meinem Jahrgang immer Religion einfach nicht so eine Rolle gespielt hat wie für mich. Ich hatte eine Freundin, die katholisch war und auch in ihrer katholischen Gemeinde engagiert war. Mit der habe ich mich sehr gut verstanden, weil wir da so eine gemeinsame Ebene hatten, weil Religion halt für uns eine Bedeutung hatte. Aber das war eben etwas, und ich habe auch gemerkt, ich kann nicht gut eigentlich mit Klassenkameraden über Religionen sprechen. Das ist irgendwie schon was Seltsames, ja. Und dann, wie es dann so ich habe das bei vielen Gästen, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, immer gemerkt, dass so in der Oberstufe, wenn man Abitur macht, wenn man sich die ersten Gedanken macht, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben nach dem Abitur, dass doch bei einigen schon diese Auseinandersetzung mit religiösen Fragen dann sehr intensiv geworden ist. War das bei Ihnen auch so oder kam das erst später? Eigentlich, das kam immer mal wieder und auch schon relativ früh. Wahrscheinlich einfach, weil Religion so präsent war bei uns. Also an was ich mich bewusst erinnere, ist, dass ich mich mit 12 ungefähr mal intensiver mit dem Karfreitag beschäftigt habe. Also da war dann Karfreitag und ich wollte dann ein Bild malen über Maria und Jesus am Kreuz und so weiter und habe mich dabei dann nicht wohlgefühlt und gemerkt, dass ich da viele Fragen habe, die ich mir auch nicht beantworten konnte. Mit 13 habe ich dann das Projekt angegangen, die Bibel einmal durchzulesen. Da bin ich dann 13. Ja, ich bin nicht weit gekommen. Ich bin dann im Alten Testament schon ziemlich am Anfang hängen geblieben. Da gab es dann eine dieser Geschichten von Inzest und sexueller Gewalt. Und damit war ich überfordert. Ich habe dann meine Mutter angesprochen und die konnte mir das auch nicht so richtig erklären. Und dann habe ich die Bibel erstmal wieder weggepackt. Und dann halt bei den Mennoniten gibt es mit 16 Taufunterricht. Das heißt, wir haben dann bei unserem Pfarrer Taufunterricht gehabt. Da war meine Schwester auch dabei. Da hat man natürlich sehr viel gelernt über die Geschichte der Mennoniten, was auch sehr interessant ist. Woran ich mich noch erinnere, ist, dass ich ziemlich überrascht war, dass man nicht weiß, wer die Evangelisten sind. Also das sind so Dinge, die sind mir dann klar geworden. Man weiß gar nicht, wer die Lebensgeschichten aufgeschrieben hat. Und das war für mich schon, also ich erinnere mich auch noch, dass ich dann eine Phase hatte, wo ich überlegt habe, soll ich mich jetzt taufen lassen oder nicht. Für mich war es dann aber so, dass ich außerhalb des Christentums keine Option irgendwie gesehen habe. Also das Problem lag sozusagen, dann dachte ich bei mir. Plus ich habe dann auch gelernt, zum Glauben gehören Zweifel dazu. Also das ist so etwas, was man häufig hört. Das heißt, ich bin nicht auf die Idee gekommen, mich irgendwo anders umzuschauen. Ich habe mich dann taufen lassen. Und grundsätzlich fand ich auch den mennonitischen Zugang zu vielen Dingen sehr ansprechend. Ich habe mich auch in der Gemeinde sehr wohl gefühlt. Also von daher habe ich einfach gar nicht gesehen, dass ich da eventuell andere Möglichkeiten hätte. Ja, also das war schon von Anfang an eigentlich Auseinandersetzung mit Religion, aber eben beschränkt auf das Christentum und auf das Mennonitentum. Ja. Aber dann ist es ja schon Beweggründe nach dem Abitur, Germanistik und vor allem Arabistik zu studieren. Hast du irgendwie vielleicht muslimische Freunde gehabt, wieso Arabistik irgendwie aus dem Urlaub oder wie auch immer? Das war dann schon ein Gedanke. Man denkt ja vielleicht eher dann als mennonitische Christin sehr überzeugt, vielleicht eher Hebräisch oder Aramäisch. Ja. Oder irgendwie einen anderen. Ja, zu dem Zeitpunkt war ich dann schon keine mennonitische Christin mehr. Wann hat sich das gewandelt? Ja, also ich habe dann nach dem Abitur habe ich einige Zeit gebraucht, zu wissen, was ich studiere. Also da gingen so 2 Jahre ins Land, in denen ich eine Ausbildung abgebrochen habe, ein anderes Studium abgebrochen habe und dann irgendwann habe ich mich darauf besonnen, okay, was kannst du eigentlich gut? Und das war dann Germanistik, also Deutsch war einfach immer mein Fach in der Schule. Und dann habe ich mich halt für Germanistik entschieden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann meinen Mann schon kennengelernt und durch den bin ich sozusagen mit der Nase auf den Islam gestoßen worden einfach. Also das ist, ich habe
gesagt, vorher da keine Veranlassung gesehen, mich mit dem Islam zu beschäftigen. Ich kannte auch keine Muslime. Also in meiner Schule waren, glaube ich, 2 muslimische Mädchen in der Oberstufe. Eine ist in der 11. Klasse schon wieder abgegangen und die andere hatte mit Islam überhaupt nichts am Hut. Also da gab es gar keine Berührungspunkte. Naja, und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, habe ich erstmal angefangen, mich mit dem Islam zu beschäftigen, weil ich wissen wollte, woran er glaubt. Und dann ist mir relativ schnell klar geworden, dass ich mich selber dazu verhalten muss. Also ich hatte halt vorher, habe ich darüber nicht nachgedacht und hatte so den Eindruck, der Islam, ja, das ist halt die Religion der Türken und Araber. Aber das hat nichts mit mir zu tun. Und dass der Islam auch einen universalen Anspruch hat, wie das Christentum, ist mir da erst so wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war mir einfach vorher nicht klar. Naja, und dann war es halt so, dass ich dann ging so ein paar Monate ins Land, in denen ich halt viel gelesen habe. Zu dem Zeitpunkt war ich dann schon in Berlin. Da gab es dann auch andere konvertierte Muslime, die ich dann kennengelernt habe. Das war sehr wichtig für mich, weil ich konnte dann sehen, okay, man kann das auch leben. Also es gibt tatsächlich nicht Türken, nicht Araber, die auch Muslime sind. Das war ja 1996, da war Islam noch nicht so ein großes Thema überhaupt. Und es gab einfach auch wenig Konvertierte. Also das war ganz anders als später dann. Ja, und dann von dem, was ich halt über den Islam mir angelesen habe, war es dann einfach so, dass diese Probleme, die ich mit dem Christentum hatte, dadurch ganz einfach gelöst worden sind. Also Sündenvergebung, Stellvertretende gibt es halt nicht. Jesus ist am Kreuz nicht gestorben. Er ist auch nicht Sohn Gottes. Die Dreieinigkeit gibt es nicht. Also das waren Dinge, die mir sofort total einleuchtend waren. Ja. Manchmal ist es so, also wenn ich darauf angesprochen werde und die Leute dann mitbekommen, ah, da ist ein Mann im Spiel, dann ist das immer so die Reaktion dann so, ah ja, die ja, genau. Und man merkt dann auch, die Leute sind dann auch beruhigt. Also sozusagen, wahrscheinlich denkt man so, ja, da macht man halt Dinge, die verrückt sind, wenn man verliebt ist oder so. Ne? Aber ja. Und die Reaktion aus der mennonitischen Familie, die war sicherlich dann auch nicht so einfach. Also ich habe da, also dadurch, dass wir nach Berlin gegangen waren, war ich weit weg von allem. Das hat es mir sehr leicht gemacht. Also ich hatte keine direkten Auseinandersetzungen und ich wollte das auch nicht. Ich wäre am Anfang überfordert gewesen mit allen möglichen Fragen, die man dann bekommt. Und ich habe das auch, also ich habe mich da auch ein bisschen zurückgezogen in der Zeit. Und ich glaube, meine Familie hat da mehr abbekommen. Für mich war wichtig, wie meine Eltern damit umgehen. Und die war natürlich schon, also das war schon nicht einfach für sie und speziell für meinen Vater auch aus theologischen Gründen. Aber er hat immer betont, dass religiöse Fragen jeder für sich alleine entscheiden muss. Und in dem Moment, wo ich mich für was komplett anderes entschieden habe, hat er das auch akzeptiert. Und hat eigentlich auch, also wir reden sehr viel über Religion. Er ist sehr interessiert daran und hat sich, also es ging sogar so weit, dass er zum Beispiel in den Hochphasen der Kopftuchdebatte Leserbriefe an Zeitungen geschrieben hat und wow. Gesagt hat, hört mal auf, für die Muslime ihre Religion zu interpretieren. Wir Christen wollen auch nicht, dass uns jemand anders die Dreieinigkeit erklärt. So in dem Tenor, das war schon, das habe ich ihm sehr hoch angerechnet. Und nach der Heirat ging es dann zum Studium? Oder wann das schon? Ja, ich war dann schon im Studium mit der Germanistik und ich hatte eigentlich als Fach Spanisch, als zweites Fach. Und dann habe ich halt gedacht, okay, Arabisch macht jetzt einfach mehr Sinn. Und ich hatte halt das Glück, dass an der Freien Universität eben Islamwissenschaften und Arabistik vorhanden sind und dann man Arabisch auch lernen konnte. Das war natürlich perfekt. Also ich war da im ersten Semester, konnte das Fach noch wechseln und ich glaube auch nicht, dass ich sozusagen privat und alleine die Energie aufgebracht hätte, mir das Arabische so anzueignen, wie wenn man das halt als Studium macht. Das war einfach ein sehr günstiger Zeitpunkt. Vielleicht eine Sache, die mir aufgefallen ist. Sie haben ja eine Arbeit geschrieben über Rationalität und Toleranz, Lessings Auseinandersetzung mit dem Islam. Also mir wird es jetzt gerade bewusst, so vielleicht mit dem Germanistikstudium, dann setzt man sich mit Islam, Arabistik zusammen und dann bringt man so die Sachen ein bisschen zusammen. Ich finde es sogar eine sehr schöne Aufmachung. Das war damals im Ergon Verlag. Ich halte es mal kurz hoch. Also ich habe die Arbeit bis vor
paar Wochen gar nicht gekannt. Die waren mir unbekannt. Ich habe mich zwar auch natürlich Nathan der Weise, Ringparabel, das ist klar, aber sie haben da doch einige Aspekte rausgearbeitet aus seiner Zeit, aus Lessings Zeit, die ich unglaublich spannend fand. Und da war dann auch ein Zitat von Voltaire dabei, das möchte ich mal kurz vorlesen, weil mir war Voltaire nur mit seiner, ich glaube, das war damals ein Theaterstück, das er über Mohammed damals sogar geschrieben hatte, was sehr polemisch und was sehr respektlos eigentlich war in der Hinsicht. Und dann hat er aber in einem Traktat zur Toleranz, schreibt er hier, also er spricht über die Osmanen und nimmt so ein bisschen die Toleranz der Osmanen als Kritik gegenüber, sagen wir mal, der christlichen Kulturwelt. Und da schreibt er, der Großsultan regiert im Frieden 20 Völker von verschiedenen Religionen. 200.000 Griechen leben in völliger Sicherheit in Konstantinopel. Der Mufti selbst ernennt den griechischen Patriarchen und stellt ihn dem Kaiser vor. Auch ein lateinischer Patriarch wird geduldet. Außerdem gibt es im türkischen Reiche eine Menge Jakobiten, Nestorianer, Monotheliten, Kopten, Johanneschristen, Juden, Gybern, Banyanen. Die türkischen Annalen wissen nichts von einem Aufstande, der jemals durch diese Religion erregt worden wäre und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt natürlich ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Aber sie haben wirklich einige Aspekte rausgearbeitet, die ich zum ersten Mal tatsächlich gehört hatte, wo mir gar nicht bewusst war, wie sehr sich damals eigentlich die Europäer schon mit islamischen Themen auseinandergesetzt hatten und was für ein Vorbild dann auch war. Sie haben dann, glaube ich, auch John Locke erwähnt, natürlich mit seiner Toleranzschrift, die war ja auch geprägt durch einen Kontakt mit dem Osmanischen Reich. Also war das dann schon so anhand Lessing so die erste Abarbeitung oder Annäherung, wo man so mit seiner deutschen Identität versucht, auch irgendwie so islamische Inhalte zu greifen? Oder was war so ein bisschen der Hintergrund der Arbeit? Also ich wollte gerne eine Arbeit machen, die beide Fächer verbindet. Und das Erste, worauf ich gekommen bin, war natürlich Goethe und der Islam. Aber da habe ich dann halt gesehen, da gibt es einfach schon sehr viel. Ja. Dazu hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da noch irgendwas beitragen kann. Und Lessing ist auch deshalb interessant, weil er sich tatsächlich dann theologisch auch sehr stark mit dem Islam auseinandergesetzt hat. Und das fand ich spannend. Ich weiß nicht, ob das so bewusst war, ob es da um eine Identitätsfrage, dass es um eine Identitätsfrage geht. Aber was ich halt gemerkt habe im Germanistikstudium, also ich hatte ein Seminar zu Goethe und dem Islam, das war auch ein sehr gutes Seminar. Aber ansonsten ist natürlich der Islam ein Thema, was eigentlich nicht vorkommt, obwohl es ja viele Anlässe schon gibt. Und das fängt schon an in der älteren deutschen Literatur. Ich hatte ältere deutsche Literatur als Nebenfach und da macht man dann Minnesang und diese Dinge. Und da gibt es ja die orientalische These. Die habe ich dann erst ganz am Schluss während meiner Prüfung, glaube ich, sogar mitbekommen. Nämlich die These, dass durch die Muslime in Andalusien dieser Minnesang erst nach Frankreich und dann nach Deutschland gekommen ist, natürlich mit anderen Einflüssen noch, das ist nicht sozusagen die einzige Ursache des Minnesangs, aber diese These wird halt, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, das ist jetzt eine Weile her, aber man kann geradezu sagen, dass diese These heftigst bekämpft wird, weil das kann sozusagen nicht sein, dass aus der islamischen Zivilisation etwas kommt, was die deutsche Literatur geprägt hat, obwohl es wirklich sehr gute Argumente dafür gibt. Ne? Also das arabische Verb Tarab heißt singend unterhalten und dann gibt es den Troubadour, was eine ähnliche Wurzel hat und so weiter. Aber da erfindet man dann lieber ein lateinisches Wort mit Sternchen, also was es noch gar nicht gibt, damit man dafür eine Wurzel hat. So, ne? Und das war vielleicht so ein Anliegen, das ein bisschen mehr zusammenzubringen. Und zu zeigen, dass das nicht zwei komplett getrennte Welten sind. War das eine Masterarbeit oder eine Bachelorarbeit oder war das was? Das war die Magisterarbeit, damals gab es noch den Magister. Genau. Und ich hatte dann die Möglichkeit, eben in der Reihe von Frau Neuwirth das zu veröffentlichen. Das war natürlich eine tolle Sache und am meisten hat mich gefreut, dass ich später hier in Osnabrück eine Studentin hatte, die zu mir kam und meinte, ihr Lehrer hat das Buch im Deutschunterricht irgendwie behandelt. Und das ist natürlich toll. Also wenn das in Schulen ankommt, sowas, dann hat es wirklich was gebracht. Weil ansonsten ist es ja so, dass solche Bücher aus solchen Reihen, die verrotten in den Bibliotheken und niemand hat das ja zu Hause oder so. Genau, aber von einem Vortrag, den ich zu der Thematik gemacht habe, ist auch ein Abschnitt eingegangen in ein Abiturvorbereitungsbuch in Nordrhein-Westfalen. Wow. Das hat mich auch sehr gefreut. Also
Ich möchte daran gleich ein bisschen anschließen. Es ist nämlich schon auch ja, spannend zu sehen, was Sie sich dann natürlich auch für ein Thema für Ihre Doktorarbeit rausgesucht haben, was natürlich auch ein sehr spezielles Thema ist. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen mitnehmen, wie Sie so sich dem Thema angenähert haben oder wie Sie überhaupt zum Thema gekommen sind. Weil es sind ja doch, wenn man sich dann eine Promotion aussucht, man sucht sich ein Thema und man weiß, okay, das sind jetzt 3 bis 5 Jahre meines Lebens, wo ich mich intensiv damit auseinandersetze. Und ja, dann ist es ja also kein vielleicht so gewöhnliches Thema, mit dem man sagt, ja, das ist jetzt so die nächsten 3, 4 Jahre meines Lebens. Das ist einfach das 11. September-Syndrom. Mhm. Also das war, ich hätte mir, wenn ich mir jetzt ganz frei ein Thema für meine Doktorarbeit ausgesucht hätte, hätte ich was anderes genommen. Ich habe zu der Zeit, also ich habe zwischendurch auch die Islamologie-Kurse von Amir Zaidan besucht und war da besonders fasziniert von Usul al-Fiqh. Und ich hätte was aus der Richtung genommen, wenn ich da so frei entscheiden hätte können. Hätte ich natürlich machen können, aber die Sache war einfach die, ich hatte die Möglichkeit, bei einem Forschungsprojekt zu Märtyrern mitzuarbeiten, das von der Angelika Neuwirth geleitet wurde. Und ich wusste halt ganz genau, wenn ich jetzt noch parallel eine Doktorarbeit zu einem anderen Thema schreibe, dann werde ich niemals fertig. Und das war einfach eine ganz pragmatische Entscheidung, dass ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich das auch zu meinem Doktorarbeitsthema, damit das realistisch ist, dass die dann auch irgendwann steht. Und ich habe mir das dann, also innerhalb dieser Thematik Märtyrer konnte ich mich dann auch frei entscheiden, was ich da mache. Und da habe ich dann eigentlich Fragen genommen, die mich selber beschäftigt haben, weil es war ja dann schon so, ich meine, der 11. September hat natürlich die Frage aufgeworfen, was ist das eigentlich für eine Figur der Märtyrer, wie ist er in der islamischen Geschichte verstanden worden, wie kommt es, dass es heute Leute gibt, die das als Selbstmordattentäter verstehen. Und es waren quasi zwei Phasen. Ich habe erst mal untersucht, wie sogenannte Schlachtfeld-Märtyrer, also Shuhada al-Ma'raka, das ist dann auch der arabische Begriff, in der islamischen Literatur, vor allen Dingen der biografischen Literatur und der Hadith-Literatur dargestellt werden. Das war der Teil, den ich in der Dissertation bearbeitet habe. Und das Forschungsprojekt ging dann noch weiter. Da habe ich dann untersucht, wie moderne, dann tatsächlich terroristische Gruppen versuchen, dieses Material für sich in Anspruch zu nehmen und zu behaupten, man stünde da in irgendeiner Kontinuität und so weiter. Und da konnte man halt, also für mich war es sehr interessant, weil ich hatte dann auch alle Argumente, falls jemand mit dieser These kommen sollte, diese modernen Märtyrerfiguren sind sozusagen etwas, wo der Islam zu sich kommt. Das war ja so eine These, die von manchen Kommentatoren aufgeworfen wurde nach dem 11. September, weil man eben ganz deutlich sieht, zunächst mal mit welchen abstrusen Kniffen diese Texte verwendet werden, also welche abwegigen Zusammenhänge da hergestellt werden und auf der anderen Seite auch, welche modernen Einflüsse da noch mit reinkommen. Ob sie jetzt, also vor allen Dingen so nationalistischer Natur, aber auch aus dem Linksradikalismus und so weiter, wo man dann sieht, das ist eigentlich eine moderne Figur, die halt islamisch angereichert wird, damit man Legitimation gewinnt. Aber tatsächlich funktioniert es eben nicht. Ja. Und das war dann schon sehr, also das hat mir schon auch viel Spaß gemacht und war auch sehr aufschlussreich für mich selbst. Aber es ist tatsächlich, also im Nachhinein dachte ich so, sich 5 Jahre seines Lebens mit Märtyrer zu beschäftigen, das ist schon auch ein bisschen strange. Hast du vielleicht auch einen Bezug zu anderen Religionen mit dazugestellt, weil Märtyrer gibt es letztendlich auch im Christentum, im Judentum? Ja, also das war ein Verbundprojekt. Also wir hatten Forscher in diesem Projekt, die zu Judentum, Christentum gearbeitet haben. Da gab es dann viel Austausch. Also in der Arbeit selber bin ich natürlich auch aufs Christentum eingegangen, aber eher am Rande. Da stand dann schon die islamische Literatur halt im Vordergrund. Ich meine, wenn man sich dann natürlich mit dem Thema beschäftigt, ist ja klar, dass man sich dann auch mit der Exegese von wahhabistischen Strömungen auseinandersetzt, was ja auch eine ganz klare modernistische Interpretation auch darstellt. Ich meine, du hast natürlich dann auch, sagen wir mal, die Logik vielleicht auch analysieren müssen. Wie wird argumentiert? Was für eine Methodik haben sie? Was für Texte sucht man sich raus? Welche Texte, mit welchen Texten argumentiert man überhaupt? Und so weiter und so fort. Mhm. Hat es sich das dann auch so ausgewirkt, dass du vielleicht auch, sagen wir mal,
angefangen hast, mit Leuten, die diesen Hintergrund haben, aktiv zu argumentieren oder, sagen wir mal, aus dem Märtyrer-Thema heraus vielleicht auch so ein bisschen eine, ja, ich meine, heute im Jahr 2020 würde man das Anti-Radikalisierungskampagne nennen oder anti-wahhabistische oder was, wie man auch immer das mit Begriffen belegen möchte. Hat sich das dann auch auf dein alltägliches Leben ein bisschen ausgewirkt oder eher weniger? Eigentlich nicht, weil ich hatte keinen Kontakt zu Leuten, die solche Thesen vertreten hätten. Wüsste jetzt auch nicht, wie ich da hätte rankommen sollen. Da hätte man sich wahrscheinlich in irgendwelchen Foren umtun müssen, aber das habe ich nicht gemacht. Ja, natürlich auch wünschenswert, dass die Mehrheitsgesellschaft mehr über dieses Märtyrertum erfährt. Es wird ja in den Medien nur reduziert, 72 Jungfrauen, damit war es. Das wird einem immer um die Ohren geschlagen, ja, dass das praktisch so dieser Hintergrund ist. Es ist ja auch nicht nur mit Kriegszuständen dieser Märtyrertod, geht ja auch um Familie, Habgut, Religion. Das ist ja so ein umfassender Bereich und wird eben sehr, sehr reduziert. Wird es dann auch weitergetragen, diese Doktorarbeit vielleicht in der Kurzfassung, eine größere Gemeinschaft oder wo eben mehr Leute daran teilhaben können, auch Schulen meinetwegen oder wie auch immer. Ich habe Teile davon schon immer so ein bisschen runtergebrochen und in Zeitschriften, die jetzt nicht ganz so akademisch sind, veröffentlicht, also insbesondere auch christliche Zeitschriften und zuletzt auch nochmal für einen Sammelband, der dann vor allen Dingen für Lehrer gedacht ist, das schon, ja. Aber ich meine, auch das sind immer nur, das erreicht immer nur einen relativ kleinen Kreis von Leuten am Ende. Also das Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, wo ich damals gearbeitet habe, die haben sich schon sehr bemüht, generell bei allen ihren Themen, auch so eine Vermittlung in die Gesellschaft herzustellen. Das ist halt wirklich nicht einfach. Weil du gerade sagst, es gibt immer mal wieder Texte, die Dinge richtig stellen, aber das andere Narrativ ist halt einfach sehr, sehr mächtig und taucht immer wieder auf. Das ist so ein bisschen wie Sisyphus dagegen, was zu machen. Also weil du gerade gesagt hast, du weißt immer nie natürlich, wie weit die Strahlungskraft von so einer Arbeit ist, wen erreicht die Arbeit überhaupt. Eine Sache, die ich persönlich auch weiß, weil ich schon mit sehr vielen Leuten drüber gesprochen habe, wo sehr viele Leute erreicht hat, das ist die Webseite, die du gegründet hast, alsakina.de. Und auch wie ich Muslim geworden bin, ist natürlich dann immer die Frage, es gibt sehr viele Strömungen, was ist jetzt überhaupt die islamische Tradition? Und ich weiß gar nicht mehr damals, wie ich auf deine Webseite aufmerksam geworden bin. Aber was mir sehr gefallen hat, ist, dass du immer, sagen wir mal, egal welches Thema angesprochen wird, auch die Aufsätze von anderen Autoren, die du da teilst oder die Links, Verlinkungen, die du angibst, geht es immer darum zu schauen, wie hat sich das in der islamischen Tradition verhalten und was können wir vielleicht heute in unserer heutigen Zeit dahin mitnehmen. Da würde mich sehr, sehr interessieren, was dich dazu bewegt hat, diese Seite zu gründen, weil wir hatten ein Vorgespräch und du meintest, die Seite ist veraltet, aber da steckt ja wahnsinnig viel Arbeit drin und ich bin mir auch sicher, dass du sehr viele E-Mails und Nachfragen zu vielen Themen bekommen hast. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Ja, das ist auch das 11. September-Syndrom. Ich merke gerade, dass der wirklich eine große Auswirkung auf mein Leben hatte. Das war einfach, nach 2001 war mir halt klar, dass man irgendwas machen muss. Das hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich mit der Webseite online gegangen bin. Das war dann 2003. Aber das war halt auch eine Unzufriedenheit damit, dass man so wenig im Internet gefunden hat, beziehungsweise das, was man gefunden hat, ist halt nicht geeignet. Das hat sich jetzt auch nur graduell verbessert bis heute, aber im Vergleich, also jetzt, das ist ja jetzt dann 17 Jahre her, ist es natürlich deutlich besser geworden. Ja, und das ursprünglich hatte ich die Idee, dass ich da wirklich so eine Art, wie so eine Nachschlageseite zu allen möglichen Islam-Themen mache. So war das mal angelegt, aber das habe ich dann einfach nicht geschafft. Das ist auch zu viel für eine Person. Am Ende ist es dann mehr so drauf hinausgelaufen, dass ich da einfach die Vorträge schriftlich nochmal veröffentlicht habe, zu denen ich irgendwo eingeladen worden bin. Und teilweise auch versucht habe, auf aktuellere Diskussionen einzugehen. Das habe ich mal gemacht zu dem Karikaturenstreit, zu der Papstrede und so. Aber auch das
das ist auch so eine Hamsterradgeschichte. Also wenn man auf alles reagieren will, was passiert, da kommt man ja niemals raus. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, dass das raubt einfach zu viel Energie. Und die Sachen veralten ja dann auch wieder schnell. Also wenn man immer nur auf was Aktuelles reagiert, dann das Ereignis ist dann vorbei. Und dann ist auch der Artikel nicht mehr interessant. Also habe ich dann grundsätzlich versucht, eher so Themen aufzugreifen, die langlebiger sind. Ja, aber ich weiß, ich glaube, ich habe da jetzt bestimmt seit 3-4 Jahren nichts mehr gemacht. Und die Seite sieht auch wirklich 90er Jahre, wo sie von 2003 ist. Aber das freut mich natürlich, dass das wahrgenommen wurde und dass es dann doch irgendwie das Ziel erreicht hat oder zumindest ein Teil davon, von dem, was ich mir vorgestellt habe. Also ich finde, es gibt einfach Orientierung für Leute, die sich so ein bisschen, was mache ich überhaupt, was für Richtungen gibt es überhaupt? Alleine schon nur diese, da hast du so einen Tab gehabt mit heiligen Stätten im Islam, wo du einfach ein paar Bilder zeigst. Das hört sich jetzt sehr simpel an, aber das ist sehr kondensiert auf deiner Webseite, wo du schon auch gezielt Themen angesprochen hast, die vielleicht auch sehr problematisch sind, wo gewisse Spannungsfelder einfach sind, wo man gar nicht weiß, das ist wirklich sehr komisch. Was mache ich jetzt damit? Also in der Hinsicht ist es... Im Prinzip habe ich immer das gemacht, was ich mir für mich selber gewünscht hätte, zu Zeiten, wo ich die Fragen hatte. Und ich meine, ich habe halt das Glück gehabt, dass ich habe Arabistik studiert, beziehungsweise es war ja dann so, dass man auch Veranstaltungen von der Islamwissenschaft Besuch hat, dann in Berlin bei den 2 Instituten. Und ich hatte dann die Möglichkeit, halt mir Dinge selber zu erarbeiten und auch Unterricht, den es dann nach einer Zeit gab. Und das irgendwie aufzuarbeiten, das ist sozusagen die Rolle, die ich dann übernommen habe, das irgendwie zugänglich zu machen für ein größeres Publikum. Ich meine, was ich an sehr vielen Leuten immer beobachte, gerade auch wenn man neu Muslim wird, dass es meistens so 3 Felder gibt, in denen man sich dann betätigt, je nachdem, ob man die Möglichkeiten hat. Also auf der einen Seite beispielsweise deine Webseite sakina.de oder vielleicht auch deine Doktorarbeit, wo du sagst, Syndrom 11. September, dass man einfach sich, sagen wir mal, der muslimischen Community irgendwie helfen möchte oder man möchte was beitragen, man möchte Dinge erklären, man möchte das einfach überhaupt anbieten, eine islamische Perspektive zu gewissen Themen anzubieten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann auch das eigene Interesse, die intellektuelle Auseinandersetzung mit, was ist überhaupt der Islam, was ist die islamische Tradition, was steckt da eigentlich drin, wo, glaube ich, auch sehr zeitintensiv ist, die Lektüre und auch die Gespräche mit anderen und natürlich noch dieser, ich weiß gar nicht, ob das ein dritter Aspekt ist, aber dass man sagt, okay, was ist eigentlich für mich wichtig? Ist es nur das Wissen, das ich rausziehen möchte oder... Ich meine, für viele gibt es auch noch dieses spirituelle Element, wo man dann schaut, ich möchte selber, sagen wir mal, ein besserer Mensch werden, ich möchte meinen Charakter verbessern, all die Dinge. War das was, wo dir am Anfang, oder also mir, für mich ist immer interessant, was ist so der Zugang von der Person zum Islam? Ist es so, sagen wir mal, diese ehrenamtliche Arbeit oder dieses akademische Arbeiten, wo man was macht? Oder was war so ein Hauptmotor bei dir? Also ich glaube, schlussendlich steht dahinter der Wunsch, irgendwie nützlich zu sein. Das ist was vom Islam her ja sehr betont wird. Ne? Also der Beste unter euch ist derjenige, der den Menschen am nützlichsten ist. Das ist ja auch ein Ausspruch vom Propheten. Friede sei mit ihm. Und das ist aber auch was ich von meiner Familie mitbekommen habe. Also das ist mir auch erst sehr viel später bewusst geworden. Aber dass man... Das ist das, was meine Eltern mir im Prinzip vorgelebt haben, dass man sich engagiert, dass man von seiner Zeit hergibt, dass man versucht, etwas zu tun, was die Menschen weiterbringt. Das ist so die Grundmotivation und die hat sich auch nicht verändert, die Themen haben sich dann verändert. Das sind einfach mit der Zeit unterschiedliche Themen wichtig geworden. Am Anfang sind es halt häufig so die Themen, die einem so von außen aufgedrängt werden, weil da irgendwelche Vorurteile sind oder weil irgendwas passiert und so. Also zumindest war es bei mir so. Und später war es dann so, dass mit mehr... Das Problem ist ja auch für... Also ich zum Beispiel habe festgestellt, ganz am Anfang war es einfach auch sehr schwierig, guten Input zu bekommen. Also die Bücher, die es gab, die konnte man wirklich an einer Hand abzählen und das meiste davon war nicht besonders geeignet. Lehrer gab es auch ganz wenige. Also ich war dann
habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich dann diese Islamologie-Kurse von Amir Zaidan gemacht habe. Das war für mich so ein Augenöffner, weil ich vorher schon dachte, ich weiß so richtig gut Bescheid, weil ich hatte dann irgendwie so die 3 Bücher gelesen, die es gab. Und man trifft ja dann auch oft auf Leute, die noch viel weniger Ahnung haben als man selbst. Und dann denkt man, man ist schon richtig weit gekommen. So, ne? Und da war es dann, ich meine, was der Kurs dann für mich gemacht hat, so einen Überblick über die islamischen Wissenschaften zu geben, immer noch auf einer sehr oberflächlichen Ebene natürlich, also schon allein dadurch, dass es auf Deutsch stattfindet, ohne Arabisch Kenntnisse zu verlangen. Aber alleine zu sehen, was es alles gibt und wie tief dieses Meer ist, in das man einsteigen könnte, wenn man die Fähigkeiten hätte, so, das macht einen dann sehr demütig. Und das war wirklich für mich eine sehr wichtige Erkenntnis. Ja, und dann, was dann im Laufe der Zeit für mich auch, oder ich meine, was zum Beispiel von Anfang an wichtig war, war diese Frauenthematik, weil das etwas ist, womit man ja gleich konfrontiert wird. Frauen sind im Islam unterdrückt und ganz am Anfang ist es mir sehr oft passiert, dass ich irgendwie angesprochen wurde und gefragt wurde, ob mein Mann mich jetzt zwingt, das Kopftuch zu tragen und solche Dinge. Und da wird man dann gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Parallel dazu macht man dann auch als Frau Erfahrungen in Moscheen, die auch nicht unbedingt erfreulich sind. Also man ist in so einer doppelten Zwickmühle, weil von außen gibt es eben dieses Klischee, die Frau wird unterdrückt, dann macht man Erfahrungen, die das bestätigen, aber man kann ja gar nicht so offen darüber reden, weil man will ja nicht das Klischee bestätigen. Und das ist eine relativ schwierige Situation. Und dadurch, und da kam ich halt raus, da kam ich raus, indem ich dann eben auch nicht mehr alleine, sondern zusammen mit der Katrin Klausing, die ihr auch schon interviewt habt, und Nina Mühe und später noch anderen, dass wir uns eben in der islamischen Geschichte Frauenfiguren angeguckt haben, die gezeigt haben, vieles von dem, was Muslime heute für ein Problem halten, war früher überhaupt kein Problem. Zum Beispiel solche Dinge wie, dass Frauen Männer unterrichtet haben, dass Frauen Fatwas gegeben haben und so weiter und so fort. Und das hat was sehr Befreiendes. Und dann ist man auch in der Lage, Missstände anzusprechen, ohne in die Falle zu tappen, dass man den Islam damit irgendwie angreift, sondern man kann eben zeigen, das ist etwas, was es gibt halt Fehler der Muslime, weil Muslime Menschen sind. Aber die islamische Tradition hat ganz andere Möglichkeiten. Ja. Du hast das Kopftuch erwähnt. Natürlich ist die typische Frage, was auch, denke ich, unsere Zuschauer interessieren, auch mich persönlich natürlich, der Zugang dazu. Hast du nach der Konversion schon gleich angefangen oder später? Was war dann für dich vielleicht ein mennonitischer Hintergrund? Hat es vielleicht noch mal ein bisschen erleichtert, weil der da auch schon eine Bedeckung gewissermaßen da war? Was bedeutet das Kopftuch für dich? Und vor allem in der Gesellschaft ist es ja wirklich ein heiß diskutiertes Thema. Auch wir in der Medina, wir machen ja schon Dialog jahrzehntelang. Man diskutiert, diskutiert, diskutiert und landet doch beim Kopftuch. Ja, ja. Kommst du nicht raus. Ja, das Kopftuch ist eine ganz negative, symbolbelastete Thematik in unserer Gesellschaft. Was bedeutet es für dich selber? Religiös, welche Erfahrungen hast du gemacht und was empfiehlst du Mädchen, die so ein bisschen ja, hin und her gerissen sind? Einmal wollen sie, andererseits ist es sehr schwierig in unserer Gesellschaft mit Berufsaussichten und so weiter. Ja, erzähl mal von dir, wie war es bei dir jetzt angefangen und was rätst du den Mädels? Also von den Mennoniten habe ich da jetzt nichts mitbekommen, weil in unserer Gemeinde wurde das eher nicht getragen. Und das war auch, also wir haben auch immer so ein bisschen auf die anderen so runtergeguckt, die das tragen. Oh. Die sind die Konservativen und wir sind ja die Liberalen oder so. Für mich war das einfach so, also ich habe es relativ früh nach der Konversion getragen. Das war, wo ich auch sehr dankbar drüber bin, weil ich denke, je länger ich gewartet hätte, desto schwieriger wäre es geworden. Und direkt nach der Konversion war ich halt so in diesem Flow. Das kennen vielleicht andere Konvertierte. Also man ist so auf Wolke 7 und alles ist wunderbar. Und in der Zeit schafft man dann auch viel. Also zumindest bei mir war es so. Und jetzt nicht mehr auf Wolke 7? Naja, sagen wir mal so. die Realität holt einen natürlich ein. Ne? Also ich meine, erstens mal, man hat sich nicht selber sofort um 180 Grad gedreht, nur weil man Muslim geworden ist. Also bestimmte schlechte Angewohnheiten, die man hat oder so, die verschwinden ja nicht von heute auf morgen. Irgendwann realisiert man dann, okay, ich muss doch an mir arbeiten. Das ist das eine.
Und das andere ist natürlich, hat man es mit Muslimen dann zu tun, die einem das Leben auch schwer machen. Mir hat ganz am Anfang ein Bekannter von uns gesagt, das war ein bisschen überspitzt formuliert, er meinte, du musst wissen, dass das, also sinngemäß, ganz genau weiß ich es nicht mehr, du musst wissen, dass niemand sozusagen 100% Vorbild für dich ist, außer der Prophet, Friede sei mit ihm. Und das hat mir eine Zeit lang sehr geholfen. Also natürlich, man braucht Lehrer, also so diese Annahme, man könnte sich autodidaktisch alles selber beibringen, das halte ich für sehr problematisch. Also Lehrer braucht man, Lehrer sind auch immer Vorbilder, aber dass man halt nie vergisst, alle sind Menschen. Und man wird mit Dingen konfrontiert, die halt nicht so schön sind. Aber das ist nichts, was, das liegt nicht an der Religion, das liegt einfach daran, dass wir Menschen sind und das ist überall so. Und am Anfang ist es vielleicht, also wenn man das dann erstmal realisiert, weil bei mir war es dann auch so, ich kannte ja auch nicht so viele Muslime und ich habe dann sehr hohe Erwartungen gehabt an die Muslime, denen ich begegnet bin. Und diese Erwartungen wurden natürlich nicht erfüllt, weil die auch viel zu hoch waren und unrealistisch. Und das sind halt so Sachen, wo man dann in der Realität ankommt. Aber ja, ich meine, ja, und zu dem Kopftuch, ich meine, das war schon, also mir war klar, dass ich zum Beispiel, was so Berufsleben betrifft, Probleme erwarten kann. Wir hatten noch nicht die Diskussion in der Schärfe, wie sie dann geworden ist nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 2003. Aber es gab schon die Diskussion in Baden-Württemberg seit Mitte der 90er Jahren und so. Also das war schon ein Thema. Und diese Vorstellung von Rückständigkeit und so weiter, die ist einfach sehr verbreitet. Also ein so ein Buch, was ja den Diskurs sehr geprägt hat, war dieses Nicht ohne meine Tochter von Betty Mahmoudi. Das kam raus in der deutschen Übersetzung, als ich 13 war. Und ich erinnere mich noch, dass die Lehrerinnen in der Schule darüber gesprochen haben und meine Mutter hatte das gelesen und so. Also das war schon was sehr präsent war. Und das war dann auch so, also ich habe dann gemerkt, was ich für Privilegien vorher hatte, die andere Menschen, die nicht weiß sind und nicht deutscher Herkunft sind, nicht haben. Ich war jetzt sozusagen auf einmal nicht mehr in der Gruppe der Mehrheitsgesellschaft. Und das hat mir einiges gezeigt. Also ich habe Deutschland von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also so Sachen, dass man auf einmal von allen geduzt wird. Dass Leute kommen und einen über die Familiengeschichte ausfragen, wildfremde Menschen meinen, sie hätten sozusagen die Berechtigung, mich über meine Heirat und über meine Herkunft und weiß der Geier was zu fragen. Und am Anfang konnte ich das auch nicht gut abwehren. Solche Sachen, dann natürlich haben wir nicht alle Wohnungen bekommen. Ja, also vielleicht kannst du gerade auch für junge Mädels, die, weil ja. Ich habe das auch schon ein paar Mal sehr dreist erlebt, wo, ich meine, ich bin jetzt keine 15 mehr, aber ich war teilweise sprachlos, mit was für einer Dreistigkeit man einfach Mädels angesprochen hat. Wo kommst du nur her? Wo kommt dein Vater her? Wie angenommen, das würde dir heute passieren, vielleicht beim Einkaufen, hast du eine Art und Weise gefunden, damit umzugehen? Oder vielleicht auch eine Empfehlung, wie man damit umgehen kann? Also wichtig ist natürlich immer, das Niveau zu behalten, also sich nicht auf eine Ebene runterzubegeben, die man eigentlich nicht einnehmen möchte. Also, und wenn man das nicht kann, dann sollte man es lassen, würde ich sagen. Also dann lieber das Gespräch freundlich beenden und weggehen oder wie auch immer. Ansonsten ist eigentlich, glaube ich, immer ganz gut zurückzufragen. Also wenn man gefragt wird, wo man herkommt, dann kann man ja mal zurückfragen, wo kommen Sie denn her? Und ich habe dann immer auf die Frage, wo ich herkomme, habe ich immer erstmal gesagt, Rheinland-Pfalz. Und wenn dann die Nachfrage kam, ja, aber wo kommen Sie denn wirklich her? Oder wo sind Sie geboren? Dann habe ich gesagt, ja, Österreich. Und da konnte man die Leute dann immer schon so ein bisschen irritieren. Das ist natürlich nicht einfach, vor allen Dingen für junge Leute. Also ich hatte auch das Privileg, nicht als Muslimin zur Schule gehen zu müssen. Das ist mir klar geworden, als ich dann mit den Studenten hier in Osnabrück mehr zu tun hatte, dass die vor allen Dingen diese Generation, die in der Zeit nach dem 11. September in die Schule gegangen ist, die hat es wirklich schwer gehabt. Und junge Leute können da nicht einfach so drüber weg. Da ist man ja auch in einem Abhängigkeitsverhältnis und in einem Machtverhältnis, wo man am kürzeren Hebel sitzt. Und das ist nicht einfach. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als das irgendwie zu bearbeiten und darin auch einen Sinn zu sehen. Und das kann man schon, denke ich. Und ich habe das auch, also ich habe, ich meine, es ist mir passiert, dass ich Jobs nicht bekommen habe und mir auch ins Gesicht gesagt wurde, nee, also mit Kopftuch können Sie hier nicht Deutsch unterrichten. Ich habe auch Deutsch als Fremdsprache studiert. Oder dass wir eine Wohnung nicht bekommen haben und hinterher gesehen haben auf dem Klingelschild, das war in Berlin Tiergarten, wo ein relativ hoher Anteil von nichtdeutschen Mietern lebt, dass auf dem Klingelschild nur so biodeutsche Namen drauf sind. Also solche Sachen sind passiert.
Aber für mich war es einfach auch eine, also ich habe viel gelernt, wirklich, dadurch. Und Ich möchte vielleicht gerade kurz daran anknüpfen, weil das genau jetzt gerade zum Thema passt. Ja, muss ich 2, 3 Sätze dazu sagen. Wir hatten es im Vorgespräch, habe ich Sie eh auch schon mal darauf angesprochen. Ich hatte vor, es ist jetzt schon, ich glaube, fast 2 Jahre her, ein Mädchen, wie alt war sie, 16, 17. Und da war so eine Jugendgruppe und da haben wir gesprochen, da ging es eben so über Diskriminierungserfahrungen, die man eben hat als Muslima. Und das war noch nicht mal ein Mädchen, sie hat kein Kopftuch getragen, aber hat ihre Gebete vollführt und hat auch gefastet. Und ich glaube sogar, sie war erst 15 und dann hat sie einmal, dann hatten wir ein Gespräch und da hat sie gesagt, ich schaue in die Welt und was soll ich als muslimische Frau mir für meine Zukunft erhoffen? Und dachte ich mir, boah, das hört sich jetzt aber sehr finster an, ne, von jungen Mädchen. Und dann habe ich sie gefragt, was meinst du denn damit? Und dann hat sie aufgezählt, die Rohingya, die Uiguren in China, Palästina, in Syrien, was jetzt gerade passiert. Und die hat mir eine Liste aufgezählt und hat gar nicht mehr aufgehört. Und hat gesagt, aber ich weiß, dass das den Menschen noch viel, viel schlimmer geht, aber letzte Woche ist meine Mutter mit Kopftuch bespuckt worden. Ich fühle mich auch, also sie hat es nicht so richtig ausformulieren können, aber schon so ein bisschen so, ich fühle mich so ohnmächtig, so traurig, mit dieser Sache umzugehen. Und das war so viel, dass ich in dem Moment gar keine richtige Antwort irgendwie ihr geben konnte, weil ihre Situation einfach auch einfach nicht einfach ist. Und, und da bin ich damals auf ihr Video gestoßen. Sie haben da einen wunderschönen Vortrag gegeben, also den kann ich wirklich allen empfehlen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Vortrag hieß, den spirituellen Umgang mit Diskriminierungserfahrungen. Ja. Und das hatte ich dem Mädchen damals geschickt und ich weiß noch, sie hat mich 2 Stunden später, also hat sie es wahrscheinlich angehört und hat mich angerufen und hat wirklich Tränen geweint und hat gesagt, vielen Dank, dass du das mit mir geteilt hast. Und ich glaube, was sie in dem Vortrag da beschrieben haben, das ist von unglaublich vielen Leuten schon angehört worden, runtergeladen worden, geteilt worden und hat unglaublich viele Leute bewegt. Da würde mich dann auch wirklich sehr interessieren, wie sind Sie überhaupt auf die Thematik, wie bist du auf die Thematik gekommen? Und man merkt schon auch im Vortrag, dass auch bei dir da sehr viel mitschwingt und auch sehr viel Emotion mit reingeht. Und ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie du das Thema referiert hast und darüber gesprochen hast, dass das fast was ist, wo ich allen Leuten, die in diese Bitterkeit, in diese Ohnmächtigkeit schon fast reinfallen, eigentlich, hört es euch mal an. Ne? Also unsere Situation ist nicht so einfach im Moment. Damit müsst ihr auch irgendwie klarkommen. Ja, ich hatte auch so ein Erlebnis. Ich hatte einen Vortrag gehalten in Osnabrück hier. Da ging es um Diskriminierung muslimischer Frauen. Und ich hatte diesen Vortrag konzipiert für Nicht-Muslime. Und habe dann halt Statistiken und was alles passiert und was den Leuten ja auch überhaupt nicht klar ist. Ne? Und im Publikum saßen dann aber auch muslimische Frauen und Mädchen auch. Und eine Studentin ist dann irgendwann aufgestanden und hat auch was dazu gesagt, hat von der eigenen Erfahrung erzählt und hat dann angefangen zu weinen. Und das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, für Muslime kann man nicht nur so darüber sprechen. Also wir können nicht nur so darüber sprechen, wie schlimm das ist und was uns hier alles passiert und so weiter. Und auch nicht nur auf der Ebene, was können wir dagegen tun. Das muss man natürlich machen. Aber der Punkt ist ja bei Rassismus, das wird ja nicht verschwinden. Also ich meine, das kann sich verändern, es kann besser und mehr und weniger werden. Natürlich gibt es Hebel, an denen man was machen kann, institutionell vor allen Dingen. Da ist natürlich dann die Politik auch gefragt und so weiter. Und das sind auch alles Sachen, die man verfolgen soll und die man unterstützen soll. Aber für uns, wir können sozusagen nicht die Haltung einnehmen, dass wir erst dann hier zufrieden leben können, wenn Rassismus weg ist. Weil das wird nicht passieren. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Haltung finden, die es uns ermöglicht, damit umzugehen auf eine produktive Art und Weise. Und eine Sache ist natürlich, dass man vielleicht mal wegkommt von diesem Rassismusparadigma. Deswegen benutze ich auch oft eher den Begriff Islamfeindlichkeit. Bespuckt zu werden, mit Unrat beworfen zu werden, verfolgt zu werden, gefoltert zu werden, das sind Erfahrungen, die die ersten Muslime gemacht haben in Mekka. Das ist nichts Neues für die Muslime. Und wir wissen ja, wie der Prophet, Friede sei mit ihm, damit umgegangen ist, nämlich
auf eine Art und Weise, wo man immer gesehen hat, was er möchte, ist, was er wünscht für die Menschen, die ihm das antun, ist die Rechtleitung. Und nicht irgendwie Rache oder irgendwas in der Art. Und das andere ist, dass man natürlich, also bei so individuellen Erlebnissen muss man einfach berücksichtigen, dass die Menschen sehr stark geprägt sind von dem Islambild, das in den Medien vorherrscht. Und dass es überhaupt nicht erstaunlich ist, dass viele Menschen so denken. Also man kann auf einer gewissen Ebene auch eine Empathie entwickeln für jetzt individuelle Personen. Das ist jetzt nicht bei institutionellen Benachteiligungen und so weiter. Am Ende ist es ja so, dass diejenigen, die so die solche Verhaltensweisen zeigen und dann auch wirklich so diese krassen Sachen, also mit Beschimpfungen und bespuckt werden und auch bedrohen und so weiter, ist mir auch alles passiert. Die sind ja am Ende schlimmer dran. Ich meine, wir kriegen vielleicht einen Job nicht oder wir kriegen eine Wohnung nicht oder wir werden mal bespuckt, aber diese Menschen haben kranke Herzen. Und das ist schlimmer. Und wir müssen halt darauf achten, dass nicht unsere eigenen Herzen krank werden. Also weil das kann natürlich die Folge davon sein, weil was ich auch häufig beobachte, ist, dass man aufgrund der Tatsache, dass es eben so viel Ablehnung gibt in der Gesellschaft, wünschen sich viele Menschen Akzeptanz. Aber Akzeptanz von der Gesellschaft gibt es halt nur zu bestimmten Bedingungen. Und da muss man sich sehr im Klaren drüber sein, was man da eventuell für einen Preis zahlt dafür. Und das ist am Ende ist es was Menschliches. Also alle Menschen brauchen eine Form von Akzeptanz und Respekt ist auch etwas, was man einfordern muss. Also ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie die Position einnehmen soll, alles ist gut oder so. Ne? Aber für uns ist halt wichtig, dass wir uns am Ende darauf konzentrieren, dass wir diese Akzeptanz von Allah kriegen. Und dazu gehört dann die Fähigkeit, sich von solchen medialen Bildern, auch von solchen Erlebnissen zu einem bestimmten Grad unabhängiger zu machen. Vollständig das Ausblenden kann man sicherlich nicht. Aber was schon sehr hilft, ist einfach, sich nicht ständig solche Sachen reinzuziehen, sage ich mal. Also es gibt schon auch viele Muslime, die immer solche Nachrichten dann verbreiten und sammeln und so weiter. Auch das muss man machen, um das statistisch zu erfassen. Aber das muss man dann professionell machen und da muss man sehr aufpassen, dass das einen selber nicht stark beeinträchtigt. Ja. Was für ein Kalkül steckt denn dahinter, dass dieses Feindbild so aufgebaut wird? Das ist ja nicht zufällig und auch nicht ohne Grund, dass das eben zu einem Feindbild stilisiert wird, dieses Kopftuch. Hingegen auf christlicher Seite gibt es schöne Filme wie Um Himmels Willen, wo von Nonnen sehr positiv dargestellt wird, auch mit einer Bedeckung und bewusst eben dieses Feindbild kreiert wird. Ich denke, das muss man sich verinnerlichen, dass das nicht zufällig ist, sondern dass dann ein gewisses Kalkül dahinter steckt. Also die Forschung dazu stellt meistens zwei Punkte heraus, das finde ich auch relativ einleuchtend. Das eine ist, dass man sozusagen Negatives anderes braucht, um von sich selber ein positives Selbstbild entwickeln zu können. Und das haben wir ja auch gesehen in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung, wo nicht so ganz klar war, was sind denn die Deutschen jetzt und so und in welche Richtung soll es gehen. Da ist das ja sehr stark geworden. Und das war auch diese schlimme Phase mit den Anschlägen in Mölln und Solingen und, so, und Hoyerswerda und so weiter. Also das ist das eine, dass man darüber ein positives Selbstbild entwickeln kann. Und das ist ja auch nichts Neues. Das gab es in den Kreuzzügen schon. Also Europa hat sich ja sozusagen in Abgrenzung vom Islam auch sein eigenes Bild geschaffen. Das ist jetzt nichts, was sozusagen kontinuierlich immer durchgegangen ist, aber das ist etwas, was immer noch relativ leicht auch wieder aufrufbar ist. Da gibt es einfach sehr alte Symbole und Narrative und so weiter. Also das funktioniert ganz gut. Und das andere ist, es geht um Privilegien, die verteidigt werden. Also natürlich möchte man nicht, dass man die guten Jobs abgibt und die schönen Wohnungen. Ne, also darauf läuft es am Ende hinaus. Also eine Sache, wo ich da gerade anschließen möchte, weil du es angesprochen hast, das finde ich persönlich eine der, ich meine, man kann viel auch auf einer intellektuellen Ebene diskutieren, man kann auch schauen, dass man eine gewisse Streitkultur aufbaut und dann mal auch wirklich in die Diskurse reingeht. Auf jeden Fall wichtig. Aber was mir auch fast innerhalb der muslimischen Community fast ein bisschen zu wenig angesprochen wird, ist,
Wie beschützt man denn sein eigenes Herz, dass diese, weil diese durch die Diskriminierungserfahrung, und es ist ja wirklich was, wo, also gerade bei Jugendlichen, wenn das 3, 4, 5, 6 Mal passiert, dann kommt ein gewisser Hass, dann kommt ein gewisses Rachegefühl, dann kommt auch diese Idee, ich will mich hier überhaupt nicht beteiligen in der Gesellschaft, das ist nicht meine Gesellschaft. Also dass diese Krankheit wirklich ins Herz kommt. Hast du da vielleicht einen Tipp oder einen Rat, vielleicht auch, wie du persönlich das machst, dein Herz so ein bisschen auch zu beschützen, gerade in dieser turbulenten Zeit? Also das ist natürlich gerade bei Jugendlichen nichts, was die alleine machen können. Da ist die gesamte Community gefordert. Und da ist es, finde ich, auch tatsächlich so, dass wir bis jetzt noch nicht genug Strategien entwickelt haben. Sogar teilweise problematisch, dass sehr stark aufgegriffen wird und dieses Opfernarrativ sehr stark gepflegt wird auch. Weil das ist immer etwas, damit kann man ganz schnell Aufmerksamkeit gewinnen und da hören einem dann alle zu. Was wir brauchen, ist eine gesunde islamische Kultur, mit der sich Jugendliche und Kinder gerne identifizieren und dass sie einfach das Gefühl haben oder sicher darüber sind, dass der Islam und die muslimische Gemeinschaft so viele schöne Dinge anzubieten hat, also nicht Dinge, sondern Werte und die mit dem Zentrum, mit der Beziehung zu Gott. Und das ist etwas, was vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit nicht so ganz einfach zu vermitteln ist. Und da brauchen wir einfach noch mehr Strategien. Und ich glaube, solche Dinge wie zum Beispiel Lieder, Musik und so weiter können da auch eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel für mich war, also ich bin mit Musik und Liedern im christlichen Kontext groß geworden und dann wurde ich Muslimin, da bin ich erstmal in so ein Umfeld gekommen, wo es hieß, es ist alles Haram und dann habe ich auch keine Musik, sehr wenig Musik gehört und ich hatte aber keine Alternative und dann sehr viel später bin ich auf halt die Maulid-Tradition gestoßen und die ganzen schönen türkischen, arabischen, bosnischen Lieder und hier in Osnabrück wird das auch sehr gepflegt. Und das ist zum Beispiel etwas, ein Teil davon, so eine schöne, gesunde islamische Kultur zu schaffen. Und wir machen das also regelmäßig mit unseren Kindern, dass wir solche Gelegenheiten besuchen. Und das hat eine große Auswirkung. Und natürlich Unterricht und Wissensvermittlung und so weiter, aber man braucht eben mehr als das. Also klar, Wissensvermittlung ist sicherlich so der Kern der Sache, aber man braucht so eine gesamte Kultur, in der sich die Menschen wohlfühlen können. Und das beinhaltet sehr viel, also nicht nur ästhetische, musikalische und solche Elemente, sondern generell halt, wie geht man miteinander um? Ist das eine Kultur, in der Menschen ihre Sorgen auch loswerden können? Wie wird über solche Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel gesprochen? Und das darf weder in die eine Richtung gehen, dass es dethematisiert wird, noch in die Richtung, dass es halt als etwas ganz Schlimmes und etwas, mit dem man nicht fertig werden kann, dargestellt wird. Und ich denke schon, dass man Kinder und Jugendliche da noch ganz anders stärken kann. Weil was man auch sieht, also diejenigen, die da durchgehen, der Islam wird ja für die auch eine Ressource, wenn sie das richtig nutzen können, um damit fertig zu werden. Und es ist auch nicht alles schlecht. Also so eine gewisse Ablehnung von der Welt zu erfahren, ist überhaupt nicht schlecht. Ich glaube, es wäre viel gefährlicher, wenn die Welt sozusagen auf uns zukommt und uns sagt, oh, ihr seid toll und ich gebe euch dies und ich gebe euch das. Das ist ja für den Glauben eventuell sogar gefährlicher. Und solche Perspektiven muss man halt entwickeln. Also sich zum Beispiel zu einem gewissen Grad auch fremd zu fühlen, ist nicht unbedingt was Negatives. Solange das sich nicht negativ auf den Umgang mit anderen Menschen und so weiter auswirkt. Aber fremd zu fühlen, meine ich jetzt im Sinne von, dass man eben weiß, dass die Welt nicht das dauernde Zuhause ist für einen, sondern man ist ja eigentlich für einen anderen Ort gemacht. Also Sie... Toll, wie du das einfach das Positive auch versuchst rauszuziehen. Ich denke, das motiviert schon viele, dass du sagst, ist nicht alles schlecht, auch ein bisschen so Unterdrückungsmechanismen zu erfahren, das stärkt eigentlich auch deinen Charakter und das macht dich vielleicht auch stark für andere Sachen. Ja?
Man darf, glaube ich, nicht immer so in die Opferrolle fallen und sagen, die anderen sind immer schlecht, die machen uns schlecht in den Medien und hier und dort. Ich denke, wir müssen einfach versuchen, den Jugendlichen speziell positive Signale zu geben, einfach vielleicht darüber wegzusehen, wegzuhören, die Schönheit im Glauben einfach. Was kannst du den Jugendlichen vielleicht ein bisschen raten, Motivation zu geben, ja, hier in der Gesellschaft mit ihrer Religion glücklich zu werden? Sie fallen natürlich in ein Loch durch diese Ablehnungen, ja, und auch wenn große Politiker sagen, ihr passt ja nicht rein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Man erfährt es ja auf vielen Ebenen, ist ja nicht nur Kopftuch, sondern diese Ablehnungen erfährt man tagtäglich. Hier trotzdem, trotz dessen, sich stark zu fühlen. Ja, ich denke, das ist ein bisschen so die Kunst, die man hier in der Gesellschaft wahren muss. Ja, also wie gesagt, die Jugendlichen selber, also das ist ja wirklich eine Aufgabe der gesamten Gemeinschaft. Also da, ich kann da gar nicht so sehr den Jugendlichen irgendwas raten. Und also weil, ich meine, die machen diese Erfahrungen und vor allen Dingen eben sind sie verletzlicher. Und durch jetzt Schule und so weiter in so einem Kontext, in dem sie einfach sehr angreifbar sind und was auch sehr große Auswirkungen auf das spätere Leben noch haben kann. Also alleine diese Praxis, Kinder, die nicht so gut Deutsch sprechen, als unintelligent einzustufen und dann in eine Schulform zu stecken, die ihnen überhaupt nicht angemessen ist. Sowas kann ja ganze Biografien in eine problematische Richtung leiten. Und ich finde es da relativ schwierig, den Jugendlichen zu sagen, mach mal so, mach mal so. Also ich würde sagen, das ist eine Aufgabe der gesamten Gemeinschaft. Und wir haben das als Problem natürlich erkannt, aber wir haben noch nicht wirklich uns Gedanken darüber gemacht, wie wir das angehen. Also vielleicht in dem Kontext hast du nämlich auf Nafisa, das war, glaube ich, eine Nafisa.de, ja, Paper Series 1, das war, glaube ich, der erste große Text, den ihr veröffentlicht habt, den du auch veröffentlicht hast, den Islam beheimaten, unsere kulturelle Herausforderung. Und da gehst du am Anfang auch ein bisschen drauf ein, wie du Muslim geworden bist, so mit diesem Identitätenabgleich, bist du jetzt Araberin, kannst du Muslim sein, aber Deutsch sein auch, also das sind dann so Fragen, die man sich stellt und du gibst dann viele, viele Beispiele und einer der Beispiele, die mich sehr getroffen hat, ist allein nur, wenn man sich die Moscheen in verschiedenen Kulturräumen anschaut, beispielsweise die Muslime in China oder in Westafrika oder in Bosnien oder in der Türkei oder wo auch immer, dass diese Kultur wirklich unabhängig eigentlich geblieben ist und dass es einen westafrikanischen Islam gibt, der aber ganz anders gelebt wird, der auch ganz andere Formen hat, der ganz andere kulturelle Bräuche mit sich bringt, der ganz andere Architekturen herausgebracht hat. Und eigentlich, wenn ich jetzt auf das eingehe, was Ali Abi angesprochen hat, dann ist es natürlich, was uns in Deutschland ganz enorm fehlt, dass es überhaupt darum geht, gibt es so eine Art von ja, muslimischer Identität für Muslime in Deutschland. Und ich glaube, das ist was, wo eine ganz, ganz große Schwierigkeit ist. Siehst du da schon in dem Kontext gewisse Neuentwicklungen, die dir Hoffnung geben oder die dir Freude machen oder die dir Mut geben für die Zukunft? Doch, also es gibt ja viele so Initiativen, vor allen Dingen, also zum Beispiel so kleine Sachen auch. Zum Beispiel gibt es Bloggerinnen, die Bastelanleitungen für Opferfest und Ramadanfest posten, wo man dann für seine Kinder irgendwie was Schönes machen kann, damit man ein bisschen Konkurrenz zu Weihnachten hat und nicht, weil das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, dass an Weihnachten ist alles geschmückt und wunderschön und das bei Ramadanfest ist es noch ein bisschen anders, da hat man so einen 4 Wochen Vorlauf mit Fasten, aber Opferfest, das fällt häufig einfach so rüber, mal ganz zu schweigen von den anderen Feiertagen, die dann gar nicht mehr berücksichtigt werden, dass man sowas zum Beispiel bewusst zelebriert für Kinder, für Jugendliche in der Gemeinde und so weiter. Das ist so eine Sache. Und dann gibt es, also gerade im Bereich Literatur hat sich ja vieles verbessert, Übersetzungen und so weiter. Im Bereich, also man muss halt gucken, es gibt natürlich auch, nicht alles, was da gemacht wird, ist unbedingt förderlich. Vor allem, was ich immer schwierig finde, ist, wie man sich in den sozialen Medien bewegt, weil die haben so eine bestimmte Ästhetik, an die sich automatisch fast jeder anpasst, der da einsteigt. Und das ist, würde ich jetzt nicht sagen, immer unbedingt
hilfreich dabei, sich auf das Innere zu konzentrieren und sich Allah anzunähern, sagen wir es mal so. Also das sind, glaube ich, Bereiche, in denen man sich sehr bewusst bewegen muss. Also ich sage jetzt nicht, man soll aus allem raus und das alles nicht nutzen, weil das sind auch wichtige Kanäle. Ich sage auch nicht, man soll komplett auf Bilder verzichten, weil in unserer bildlastigen Gesellschaft wird man sonst gar nicht mehr wahrgenommen, wenn man nicht irgendwelche Bilder noch dazu postet. Aber ich finde es zum Beispiel sehr angenehm, dass ihr bei euren Ankündigungen immer gar kein Foto von den Personen dabei habt, sondern nur den Namen, Bücherregal und die Beschreibung, was da Thema ist. Also das ist zum Beispiel so eine Sache, da müssen wir uns auch mal, die jungen Leute sind alle in diesen Kanälen unterwegs und machen das, glaube ich, zum Teil relativ unreflektiert. Und das ist ein Thema, das müsste man irgendwie angehen, aber ohne mit dem moralischen Zeigefinger daherzukommen, weil sonst hört einem auch keiner mehr zu. Aber dass man deutlich macht, was das einfach, also was dahinter steckt und was das mit einem auch macht. Es gibt ja Untersuchungen zum Beispiel zu Facebook, und das wird für andere genauso gelten, dass das so eine Neidspirale in Gang setzt. Ne? Also jeder postet Bilder von seinem schönen Leben, dann sehen die anderen das und denken, oh, mein Leben ist nicht so schön, jetzt muss ich auch schöne Bilder posten und so weiter und so fort. Das sind ja Dinge, die beeinträchtigen uns auch, und ich glaube, das nimmt man auch wahr. Also in dem Bereich, glaube ich, müssen wir auch noch ein bisschen mehr drüber nachdenken. Aber es gibt Institutionen, also ich denke mal, viele Gemeinden machen bestimmt schon eine tolle Arbeit, wo ich jetzt nicht was von mitbekomme. Es gibt so Institutionen wie das HDI, die seit Jahrzehnten Freizeiten machen, Zeltfreizeiten. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einen stärkeren Bezug zur Natur entwickeln. Und ich kenne Leute, die über Jahre zu diesen Zeltfreizeiten gegangen sind als Jugendliche und gesagt haben, das hat mich unwahrscheinlich geprägt und mir geholfen, meine islamische Identität zu entwickeln und so weiter. Also solche Dinge muss man noch verstärken. Also ich denke, das ist ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt, weil auf der einen Seite will man natürlich was für das das schlechte Image, was der Islam in Deutschland hat, natürlich irgendwie machen. Das heißt, man muss auf Instagram, Facebook, TikTok, was auch allen möglichen Seiten irgendwie einen Content zur Verfügung stellen, was zeigen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Soziologe Hartmut Rosa war, aber er hat auch gesagt, im Endeffekt, wir bauen uns mit diesen Social Media eine Kultur des Narzissmus auf und des Egoismus. Und wir müssen sehr aufpassen, auch wenn wir uns, und er spricht dann auch von einer Absicht, ne? Islamisch würden wir jetzt von der Nia sprechen, die Absicht, wir wollen, sagen wir mal, was Gutes rüberbringen, aber was die Dinge dann mit uns machen, also dieses, auch was du vorhin angesprochen hast, dieses, man macht es vielleicht aus einer guten Intention heraus, aber wie schnell es dann doch ins eigene Herz geht und ganz andere Vorstellungen einem plötzlich rausbringt. Das ist, glaube ich, und gerade für Jugendliche, die da relativ unreflektiert und undifferenziert sind, ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Also, boah, das ist, ich habe da selber keine Lösung, wie man damit umgeht. Und ich merke es auch an mir selbst, dass es absolut nicht einfach ist. Ne? Wenn man dann sieht, okay, eine Sache bekommt man 30 Kommentare und 30 Likes und was anderes, was man teilt, gar nichts. Und dann denkt man sich, oh, Was ist jetzt damit? Dann fängt man an, die Darstellung auszurichten an dem, was man erwartet, wofür man Likes bekommt. Ganz genau. Nicht mehr um den Inhalt, den man vermitteln wollte, sondern um die Frage, wie das angenommen wird. Und das ist wirklich problematisch. Und dann auch noch vor dem Hintergrund, dass eben so viele sich so nach Akzeptanz sehen. Und dann gibt es da so ein einfaches Mittel, Akzeptanz zu bekommen, nämlich in Form von Daumen hoch und Herzchen und so weiter, das macht einen möglicherweise sogar noch leichter anfällig für solche Dinge. Also das ist schon ein großes Thema. Und da müssen wir einfach drüber sprechen. Also ich war zum Beispiel auch leicht schockiert, vor 2 Jahren oder so gab es mal so eine Coca-Cola-Werbung mit einem Model mit Kopftuch. Das war so im Ramadan. Also ich habe dann erfahren, die machen das schon länger in islamischen Ländern, Werbung für Coca-Cola. Halt dann auf Arabisch oder was auch immer, aber das war so für das globale Publikum. Und dann habe ich von Leuten, die ich als kritisch kenne, so E-Mails bekommen, schaut mal, was für eine schöne Geste der Solidarität oder Anerkennung, ich weiß es nicht. Und es geht einfach nur darum, also da ist halt, Muslime sind halt ein gewisser Anteil am Markt und dem will man auch Coca-Cola verkaufen. Ich meine, das ist der Hintergrund, ne? Da muss man sich ja nichts vormachen. Und nur weil halt in so einer Werbung von einer Firma, die jetzt auch nicht für ihr besonders ethisches Geschäftsgebaren bekannt ist,
ein Kopftuch auftaucht, sind alle ganz begeistert. Und das kann es ja nicht sein. Also da haben wir dann schon ein Problem mit unseren Maßstäben. Und davon müssten wir uns unabhängiger machen, aber das ist echt eine große Aufgabe. Ich könnte noch viel, viel länger mit dir über das Thema reden. Ich sehe nur, die Zeit rennt wieder wie immer davon. Ich wollte noch mal, ja, wir werden gar nicht dazu kommen, alle Sachen anzusprechen, aber eine Sache interessiert uns schon noch sehr, und zwar, du bist auch Vorstandsmitglied im Cordoba-Verein und du hast mir da eine wunderschöne, euer Programm zugeschickt, und ich werde wirklich nachhaltig davon beeindruckt, was für eine Vielfalt an Themen hier anspricht. Und es geht eigentlich auch genau in die Richtung, ne? Islam beheimaten in Deutschland. Wir haben so viele gesellschaftliche, soziale, Wirtschaft, alle möglichen Themen, und was für eine islamische Perspektive haben wir eigentlich? Ja, die muss eigentlich für den Deutschen, ja, für die deutsche Zivilgesellschaft erst entwickelt werden. Dafür braucht es erst Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und da habt ihr ein ganz beeindruckendes Programm auf die Beine gestellt. Vielleicht kannst du uns da auch mal so ein bisschen einführen, wie es dazu gekommen ist zum Verein und was so ein bisschen eure Ziele sind für die Zukunft oder was ihr eigentlich dort macht. Also Cordoba ist ein lokaler Verein jetzt in Osnabrück. Wir haben da auch Vereinsräume angemietet. Es gibt ja noch Madrasa, das ist eher überregional und auch hauptsächlich auf Bildung ausgelegt, werden in Cordoba eben auch solche gemeinschaftlichen Sachen stattfinden oder ja, kulturell kann man vielleicht sagen. Dieses eine Format, was du jetzt angesprochen hast, das haben wir Gemeinschaftsabend genannt, und die Idee dahinter war, dass das ein Format ist, was offen ist für alle, Muslime wie Nicht-Muslime, auch unterschiedliche Alter und Bildungsgrad und so weiter. Also es sind immer Themen, für die man kein Vorwissen braucht. Also kein aufeinander aufbauendes Curriculum oder so. Und also wir nutzen das auch als Möglichkeit zum Beispiel zum interreligiösen Dialog. Also wir hatten zum Beispiel wir haben immer ein Motto pro Monat, und einmal war das Motto zum Beispiel Traditionen, und dann hatten wir eben einen Vortrag zum Schabbat von einer jüdischen Referentin, einen Vortrag zum Kirchenjahr von einem christlichen Referenten und dann zum Maulid vom muslimischen Referenten. Also für diese Art von Dialog und auch für gesellschaftlichen Dialog. Jetzt hatten wir zum Beispiel eine Nachbarschaftsinitiative aus Osnabrück eingeladen. Das kam leider nicht mehr zustande wegen Corona, was ich sehr schade fand, weil das fand ich auch sehr interessant. Das sind einfach so. Also ich suche immer in Osnabrück nach Initiativen, auch Geschäftsideen und so, die versuchen, auf irgendeine Art und Weise etwas Gutes zu tun für die Gesellschaft. Und das war so eine Initiative, die machen zum Beispiel so ein Repair-Café, kann man mit seinem kaputten Laptop hingehen und sich das reparieren lassen, und die bringen eine Stadtteilzeitschrift heraus, machen Nachbarschaftshilfe und so. Und solche Dinge kann man gar nicht überschätzen, finde ich, in der heutigen Zeit, weil die Menschen immer vereinzelter leben und es auch so viel Energie ja für viele braucht, mal an jemand anders zu denken als an die eigene engere Familie. Und wenn Menschen sowas machen in ihrer Freizeit und ehrenamtlich und so weiter, dann ist das einfach eine ganz tolle Sache. Ja, und mit der Hoffnung halt, dass wenn wir solche Leute einladen, dass die dann zum Beispiel auch sehen und die Muslime auch sehen, es gibt gemeinsame Interessen von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, die sich wünschen, dass die Menschen zum Beispiel mehr zusammenkommen, mehr voneinander erfahren, dass man sich gegenseitig hilft und so weiter. Wir hatten auch mal einen Vortrag von einem Gehörlosen, das war auch sehr interessant, weil der Gehörlose halt der Referent war. Und da kamen dann aus Osnabrück von einem Gehörlosenverein Zuschauer. Und normalerweise ist es ja immer so, für die Gehörlosen wird übersetzt. Und jetzt war es halt umgekehrt, es wurde für die Hörenden übersetzt. Und das war für uns für die Hörenden eine ganz interessante Erfahrung, weil die Gehörlosen, die haben alle schon gelacht und wir wussten noch nicht, was hat der jetzt gesagt. Ne? Also so solche Erfahrungen auch. Das ist und die Kinder nehmen auch viel mit. Also so viele Kinder sind bei uns jetzt gar nicht, aber da war es zum Beispiel so, dass einer von den Jungs, die da waren, dann gleich angefangen hat, das Zeichenalphabet zu lernen und mit dem Referenten sich dann mit dem Zeichenalphabet unterhalten hat und solche Sachen. Ja, also das ist jetzt durch Corona leider alles erstmal eingeschlafen. Ist jetzt auch alles noch nicht klar, wie das weitergehen kann. Aber das ist also mir auch besonders so ein Anliegen, dass man einfach Menschen zusammenbringt, die vielleicht unterschiedliche Hintergründe haben, aber gemeinsame Anliegen, und das dann deutlich zu machen.
dass es sowas gibt, das brauchen wir, glaube ich, sehr. Also was mir schon auch sehr aufgefallen ist, dass natürlich das Konzept oder das Format, wo ihr habt, ist auf Deutsch und es ist wirklich für jeden offen. Es spricht ja nicht nur die muslimische Community an, sondern ist ja sehr breit aufgestellt. Und ich weiß noch damals bei mir, nachdem ich aus dem Ausland wieder nach Deutschland kam, mit dem Studium angefangen habe, ich habe eigentlich auch natürlich mit meinem deutschen Hintergrund, ich wollte irgendwie eine muslimische Community finden, in der ich auch irgendwie Deutsch sprechen kann, weil natürlich mein Türkisch ist nicht vorhanden, mein Arabisch ist einfach nicht gut genug, um über Themen einfach zu reden. Das klappt nicht. Und im Endeffekt seid ihr auch eine Begegnungsstube, wo man sich dann begegnet und überhaupt auf ja thematisch begegnet und auf ganz verschiedenen Ebenen. Und was mir wahnsinnig auch beeindruckt hat in der Begegnungsstube Medina, wir haben nämlich auch so einen Begegnungsabend immer am Freitag, dass ich gesehen habe, es war oft so 50-50, 50% Muslime, 50% Nicht-Muslime, und ich fand es ganz spannend, dass selbst Leute, die, wenn man sie persönlich kennt, man weiß, okay, ich weiß jetzt nicht, wie sehr er seinen Glauben lebt, aber er bemüht sich halt so nach seinem täglichen Leben, und er kommt zu den Vorträgen, hört sich das an, aber wenn dann Nicht-Muslime Fragen stellen, dann werden diese Leute plötzlich aktiviert, über ihren Glauben zu sprechen. Mhm. Und auf einmal sieht man, wie die aktiviert werden und was aus ihnen rausströmt und was für eine Freude dabei ist, wenn man sich auf Augenhöhe trifft und über seinen Glauben sprechen kann, über seine Identität sprechen kann. Und das ist, glaube ich, was, wo es einfach viel, viel zu wenig gibt. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, wie ich euer Programm gesehen habe, dass anscheinend wir in Nürnberg nicht die Einzigen sind, die sowas machen, sondern dass ihr das auch, vor allem die Thematiken, die ihr anspricht, mit Sterben auch, mit Depressionen, das ist ja wahnsinnig vielfältig. Also da habe ich mich unglaublich gefreut, das zu sehen. Das ist schön. Also ich habe mir auch schon gedacht, von eurer Webseite her, dass ihr eigentlich so ähnliche Ziele habt. Und so, also das, und was du jetzt vorhin gesagt hast, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man, das müssen Orte sein, wo die Leute einfach hinkommen können, wie sie sind, ohne dass sie befürchten, irgendwie verurteilt zu werden aufgrund von, was weiß ich. Und das haben wir, glaube ich, auch zu wenig. Und da, das ist auch etwas, was man trainieren muss, dass also ich habe es auch an mir selber gemerkt, sobald man denkt, man hätte sich entwickelt, fängt man an, andere zu beobachten und so innerlich, auch wenn man gar nichts sagt, innerlich also Urteile zu treffen aufgrund von Äußerlichkeiten. Und das muss man sich einfach abgewöhnen, weil wir alle Fehler haben. Und die eigenen Fehler, die sieht man vielleicht nicht, aber die können ja schlimmer sein als die von den anderen. Und vor allen Dingen auch so eine religiöse Arroganz dann zu entwickeln, das ist ja ein besonders schlimmer Fehler. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man einfach immer wieder, das sind ja so Themen, die nie abgeschlossen sind, ne? Wo man immer wieder an sich arbeiten muss und was man immer wach halten muss, und damit kann man halt nicht aufhören. Das ist so ein lebenslanger Prozess. Ja. Das Wichtige im Dialog ist, oder die Schwierigkeit, dass man die unterschiedlichen Gruppierungen überhaupt an einen Tisch bekommt, in einen Raum bekommt, dass sie sich eben kennenlernen, austauschen, nicht nur über den anderen reden, sondern miteinander reden. Ich denke, das ist allgemein die Schwierigkeit. Wenn man das wirklich schafft, dass die zusammenkommen, dann ist das oft ein ganz, ganz positiver Feedback gegenseitig. Aber auch die kritische Diskussion ist ganz wichtig. Man darf ja nichts ausklammern. Die Ängste, Vorteile, die man hat, die soll man ja gerade da benennen dürfen. Ich denke allgemein die Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie ihr das macht, wie ihr die Leute hinbekommt, dass man eben die unterschiedlichen Personen überhaupt mal einlädt und dass die dann auch diese Hemmschwelle überwinden, überhaupt ja, in ein anderes Zentrum zu gehen. Natürlich ist es eine Bereicherung immer und für einen selber auf jeden Fall auch die Gemeinsamkeiten, Unterschiede festzustellen. Das ist die Zukunft. Und ich denke, was wir immer schade finden, ist, dass solche Initiativen deutschlandweit viel zu wenig gefördert werden. Ja, es gibt so viele tolle Initiativen. Man könnte viel, viel mehr machen, ja, um den Mainstream, den die Medien so vorgeben, eben zu durchbrechen etwas. Ja. Und da sind wir oft der Tropfen auf den heißen Stein. Aber jede einzelne Person, die daran teilnimmt, das ist eine gegenseitige Bereicherung. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ja, ich würde das auch gar nicht unterschätzen. Also auch, ich glaube, gerade so lokale Initiativen sind wichtig, weil nur auf so einer lokalen Ebene kommt man auch tatsächlich in Kontakt mit anderen Menschen.
also über ein bisschen längerfristiger und ein bisschen nachhaltiger, als wenn man sich jetzt irgendwie zu einer Konferenz irgendwo überregional trifft oder halt irgendwie nur online. Und deswegen darf man diese, also wir brauchen diese kleinen Initiativen, ohne die geht es gar nicht, weil nur die können vor Ort sozusagen wirklich einen Unterschied machen. Und das ist übrigens auch, nochmal zurück zu Diskriminierung und so weiter, wenn man sich engagiert, und das ist etwas, was man vor Ort machen kann und wo man auch unmittelbar Wirkungen sieht, also zum Beispiel einfach dadurch, dass ein gemeinsamer Abend stattfindet und dass da Leute sind und miteinander reden und so weiter, das sind ja alles schon Erfolge. Und wenn man sowas macht und das sehen kann, das hilft einem auch, nicht die Hoffnung zu verlieren. Also wenn man, wie vorhin dieses Mädchen, das du beschrieben hast, die ganze Welt im Blick hat und alle Dinge, die den Muslimen auf dem Globus passieren, dann wird man ja überwältigt. Und man kann aber nicht auf der ganzen Welt was machen. Man kann ja nur in einem begrenzten Umfang was machen. Aber wenn man das macht und sich dann darauf konzentriert, das ist auch, hat gleichzeitig eine therapeutische Wirkung wirklich. Absolut. Vielleicht, ich habe eine, die Zeit rennt voran, vielleicht von mir schon die Abschlussfrage leider. Die habe ich jetzt zweimal bekommen, und zwar wird immer gefragt, auf der einen Seite vielleicht für Nicht-Muslime, die sich für den Islam interessieren, so Einstiegsliteratur, die du eventuell empfehlen kannst. Ich weiß, das ist nicht einfach, die Frage. Und zum Zweiten auch habe ich hier bekommen, welche Literatur gerade aus einer spirituellen Perspektive ist für dich sehr inspirierend oder sehr wichtig? Vielleicht kannst du uns da was mitteilen. Es ist wirklich peinlich, weil die Frage kommt so oft und ich bin mal wieder am Verzweifeln, was soll ich jetzt da draus sagen? Also was ich nach wie vor immer noch ganz gut finde, ich weiß gar nicht, ob das noch aufgelegt wird, für den Einstieg von Hamidullah, Religion, der Islam, Religion, Geschichte, Kultur, das habe ich damals auch gelesen, von Eaton, der Islam und die Bestimmung des Menschen, finde ich auch nicht schlecht. Aber grundsätzlich, was ich auch empfehlen würde für den Einstieg, ist die Lebensgeschichte des Propheten. Also das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ich habe zum Beispiel angefangen mit dem Koran und war komplett überfordert, weil ich das einfach, also man kann halt nicht vieles nicht auf Anhieb verstehen, weil man die Erläuterung dazu braucht und dann verzettelt man sich und so. Und es ist einfach von den Lesegewohnheiten sehr anders, weil der Koran ja oft thematisch so springt, auch elliptisch ist und so weiter. Also manche Menschen kommen damit sofort gut klar, aber bei mir war das eher nicht so. Aber die Lebensgeschichte des Propheten, da hat man dann halt, ja, das ist erstmal chronologisch und man muss ja auch seine Persönlichkeit kennenlernen, um zu wissen, wie man diese ganze Botschaft einzuschätzen hat. Und das ist ja ganz zentral. Das war auch für mich sozusagen die zentrale Frage. Da ist jemand aufgetreten, der behauptet, Prophet zu sein. Kann ich das glauben, ja oder nein? So, das war das dann irgendwie. Ja, und da gibt es eigentlich mehrere gute. Von Martin Links gibt es eine deutsche Übersetzung, die ist halt ziemlich umfänglich. Aber wenn man es detailliert mag, dann ist das ganz gut. Es gibt auch eine kürzere gute, wo jetzt gerade der Autor nicht einfällt. Aber da gibt es mehrere ganz, ganz gute. Und spirituelle Literatur, also vielleicht nicht allgemein, sondern vielleicht einfach ein Werk, was für dich persönlich einfach wichtig war oder was dich geprägt hat, was dich inspiriert hat. Ja, was ich sehr für mich sehr wichtig war von Sheikh Hamza Yusuf, Purification of the Heart. Das ist ein Kommentar zu einem Gedicht, wo es um die Herzenskrankheiten geht. Und ich habe es auch bestellt. Ja, genau das. Genau. Kann man aus Amerika bestellen. Also das war voll umständlich mit ganz viel Zollkosten und so. Also wirklich ein wunderschönes Buch, was einen wirklich zu Tränen rührt an manchen Stellen. Und es gibt auch die Audio. Also er hat dazu einen Unterricht gemacht, den man auf YouTube, glaube ich, als Audio hören kann. Die meisten folgen auch in einer ganz guten Qualität. Gegen Ende wird es so ein bisschen rauschig, aber das ist auch sehr gut, weil der kommentiert er das dann auch nochmal. Auf Deutsch, ehrlich gesagt, fällt mir das dann immer schwer, da was zu empfehlen. Vielleicht kannst du ja mal das Purification of the Heart von Hamza Yusuf aufs Deutsch übersetzen. Ja, ich habe so eine lange Liste von Büchern, die ich übersetzen werde, wenn ich in Rente bin oder so. Ja,
Auf jeden Fall. Also wenn das jemand machen würde, das wäre wirklich ein Dienst für mich. Ja. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also ich habe jetzt noch einige Nachrichten bekommen. Ich soll dir ausrichten von einigen Leuten, die ich kenne, ein ganz großes Dankeschön für deine Arbeit. Ich weiß nicht, inwiefern du Feedback bekommst, auch für deine Vorträge, die du gibst, aber die haben einigen Leuten schon ja, sehr, sehr gut getan und waren wirklich sehr wichtig. Also du machst da wirklich in deutschlandweit eine Arbeit, die nicht viele machen. Und viele machen vielleicht auch eine Arbeit, aber deine Arbeit, da ist wirklich eine ganz große Resonanz da. Und ja, man weiß immer gar nicht, wer das anhört und wie es die Menschen bewegt, aber deine Arbeit hat schon auch viele Herzen bewegt. Also das, ja, also auch von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön dafür. Das freut mich. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für deine Teilnahme und wie schon anfangs gesagt, Nürnberg, die Einladung steht für dich, für deine Familie. Auch das orientalisch-islamische Museum mal zu sehen. Ich denke, das ist eine Augenweite und ein Besuch wert, auf jeden Fall. Michala, komm dir mal. Herzlichen Dank auch an die Zuschauer für deine Zeit. Tolle Initiativen, die du da angestoßen hast. Wir schauen ganz sehnsüchtig auf die weiteren Aktivitäten oder Übersetzungen, wie auch immer. Wir bleiben in Kontakt. Herzlichen Dank für deinen. Ja, mach du an. Und für alle ein Salam alaikum. Alaikum salam. Schönen Abend noch. Euch auch.